Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, Ihnen allen ein herzliches Willkommen an diesem Abend zu unserem gemeinsamen Gottesdienst, bei dem wir genau das feiern, was wir gerade gesungen haben. Am letzten Abendmahle nahm Jesus sein Brot, schenkte es den Jüngern, versammelte die Seinen zu dem Fest, was er bereitet hatte. Wir tauchen mit diesem Abend heute ein in die heilige Woche, in die Tage vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi, dem Kern unseres ganzen Kirchenjahres, ja unseres Glaubens. Dieser Gott, der sich in Jesus auf die Welt eingelassen hat, auf unser menschliches Leben, nicht nur im Geborenwerden des Weihnachtsfestes, sondern auch im Sterben und darüber hinaus zum neuen Leben. Und wir leben sie mit, diese Tage Schritt für Schritt. Die stehen auf einer langen Geschichte, auch des Glaubens, nicht nur des christlichen, sondern auch des jüdischen. Heute auch eine Gruppe von Firmenbewerberinnen und Firmenbewerbern hier im Gottesdienst mit, die schon aus einem Gottesdienst kommen. Sie haben schon die Pascha-Feier Jesu nachempfunden, so wie es Jüdinnen und Juden getan haben, weil Jesus als Jude genau dieses Fest ja gefeiert hat. Aber es ist eben der Schritt weiter. Jesus, der den neuen Bund begründet an diesem Abend, den wir da sind. Und von daher ist so bedeutsam auch in der Vielzahl seiner Zeichen. Dieser Hinübergang von der Freude des Versammeltseins, die Trauer des Abschiedes wird mit am greifbarsten, wenn nach dem Gloria die Orgel schweigen wird, wir nur noch a cappella singen, ja nur noch mit unserer eigenen Stimme uns Gott zuwenden. Christus ist es, der uns eingeladen hat. Er ist es, der uns miteinander verbindet, und ihm wollen wir uns im Kyrie nun zuwenden. Guter Gott, er schenke uns sein Erbarmen, erfülle unser Herzen mit seiner liebenden Nähe, damit wir voll Freude diese Feier begehen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Musik.
lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen. Ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Urteil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die die Trauer wehrt, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist, Wolke, die die Feinde stört, Ohr, das von Rettung hört, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist.
das Schweigen bricht, Trank, der die Bände löscht, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. Regen, der die Wüsten tränkt, Kind, das die Großen bringt, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die Schwachen schützt, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. Brot, das sich selbst verteilt, Hilfe, die zu Hilfe eilt, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit. Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Passiafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte,
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir tauchen in diesen heiligen Tagen, in diesen Kartagen ganz tief ein in die Bilderwelt der biblischen Überlieferung. Und gleichzeitig lassen wir in unseren Liturgien auch diese Bilder neu entstehen, an jedem Tag ein wenig anders. Heute Abend in der Fußwaschung und im Abendmahl. Wir wissen, dass Bilder manchmal mehr transportieren als Reflexion. Wahrheiten kommt man über Bilder auf eine andere Weise näher. Und jeder, der heute Bilder inszeniert, er weiß, dass sie Akzente setzen können und Geschichten erzählen, die nicht sofort offen sichtbar sind. Und deswegen ist Glaube zutiefst bildhaft. Und ich möchte mich dieses Jahr von einzelnen Bildern durch diese drei heiligen Tage leiten lassen. Jedem dieser Gottesdienste werde ich eines betrachten. Das letzte Abendmahl ist sicher eines der am häufigsten dargestellten Bilder aus dem Evangelium. Ganz ikonisch gemalt, also allen fast bekannt, von Leonardo da Vinci,
dieses Dominikanerkloster in Mailand, dieses Da Vinci-Abendmahl, das dann auch oft zitiert und verfremdet wurde, bis hin zu diesem Hollywood-Abendmahl mit Marilyn Monroe als Jesus. Das Mahl Jesu mit seinen Jüngern, es ist ein Urbild der Tischgemeinschaft und dieser tiefen inneren Verbindung der Teilnehmenden untereinander, die damit gefeiert wird. Also ein wirkliches Urbild von Gemeinschaft, Communio, die so entscheidend für Glaubensgemeinschaft ist. In unserer Stadt ist die prominenteste Abbildung des Abendmahles in den Glasfenstern der Wiesenkirche zu finden. In jedem Reiseführer über Soest finden wir das westfälische Abendmahl und jede Stadtführerin hier zeigt es den Gästen und erklärt dann dort in der Wiesenkirche die Inkulturation der Szene ins mittelalterliche Westfalen, dann mit Bierkrug, Schinken und Schweinekopf auf dem Tisch statt Wein und Lamm. Dieses Bild können es auch betrachten, wir haben es sicher schon gefunden auf den Zetteln in den Bänken. Mir kommt es heute nicht so sehr auf diese westfälische Besonderheit an, aber es ist, finde ich, sehr schön, dass ein Abendmahlsbild hier bei uns in Soest so bedeutsam ist, weil eben diese Gemeinschaft mit Jesus und untereinander so bedeutsam ist für das Leben im Glauben. Diese Verbundenheit in der Jüngerschaft Jesu zu erleben und nicht nur zu bedenken, ist Kern von unserem Leben als Kirche. Dabei dürfen wir uns heute nicht stören an der Tatsache, dass bei den Bildern des Abendmahles, die so überliefert sind, immer nur Männer sitzen. Anders hätten damals die Menschen gar nicht verstanden, dass mit Jesus der neue Bund Gottes mit seinem Volk kommt. Denn die 12 Apostel, sie stehen auf den Sockeln der 12 Stämme Israels. Natürlich gilt das, was Abendmahl bezeichnet, für alle, die durch die Taufe diese tiefe Verbindung mit Jesus leben. Aber weil wir hier dieses Urbild der Gemeinschaft finden, ist es so wichtig für die lebendige Beziehung mit Christus und untereinander, dass wir immer wieder darauf zurückkommen, die Mahlgemeinschaft auch erfahren. Und das tun wir eben auch, wenn wir in unseren Kirchen jeden Tag, Sonntag für Sonntag, Eucharistie feiern. Und heute Abend, am Gründonnerstagabend, dem Abend des letzten Abendmahles, eben ganz besonders. Liebe Schwestern und Brüder, mein Blick bei den Bildern des Abendmahles mit dem Zwölferkreis bleibt immer besonders bei zwei Aposteln hängen. Sie stechen fast immer etwas hervor und machen es deutlich, was in Jesus erfahren werden kann. Und das sind Judas Iskariot und Johannes. Auch im Bild vom westfälischen Abendmahl finden wir sie. Den einen mit seinem Geldbeutel an der Vorderseite des Tisches, fast auf dem Sprung bereit, den Saal zu verlassen, und den anderen mit dem Kopf ruhend an der Brust Jesu. In den Detailbildern darunter können Sie die beiden noch einmal besser erkennen. Was kann ich in diesen beiden Jüngern entdecken? Ich finde es ein ganz starkes Zeichen, dass Judas mit am Tisch sitzt. Er, dessen Gedanken schon beim Plan der Auslieferung Jesu sind. Er, dessen Verbitterung und Enttäuschung darüber, dass Jesus so anders ist, als er dachte, wohl zum Verrat geführt hat. Die Evangelien, sie erzählen alle vier, dass Jesus darum bereits weiß. Und trotzdem wäscht er Judas die Füße. Und trotzdem reicht er Judas das Brot.
Jesus lässt Judas teilhaben an seiner sich verschenkenden Liebe und zeigt ihm ganz bewusst, auch du bist mit mir verbunden, auch du fällst aus meiner Liebe und Freundschaft nicht heraus. Selbst beim Verrat nennt er ihn noch mein Freund. Aber Jesus lässt ihm die Freiheit seines Handelns. Er hält ihn nicht zurück. Im Gegenteil, im Johannesevangelium sagt er zu ihm, geh nun und tu das, was du tun willst. Judas selbst hat von seiner Seite diese Abgründe gegraben und er kann sie dann nach dem vollzogenen Verrat, der in dieser Nacht ja auch bedacht wird, und auch nach dieser Erkenntnis seiner so großen Schuld und der Auswirkung dessen, was das, was er da getan hat, hat, diesen Abgrund kann er selbst nachher gar nicht mehr überbrücken. Und Judas sieht dann für sich keine Perspektive mehr und nimmt sich das Leben. Jesus aber zeigt ihm schon im Abendmahlsaal, dass Gottes Gnade größer ist als menschliche Schuld. Und schon vor dem letzten Abendmahl hat er es erfahren lassen im gemeinsamen Essen mit Sünderinnen und Sündern, wie es in den ganzen Evangelien immer wieder heißt. Deswegen wurde Jesus ja so häufig angefeindet. Und hier am Tisch des Abendmahls gipfelt diese heilende Liebe für mich auch in dieser Zuwendung zu Judas Iskariot trotz seiner Schuld. Welch ein Bild des Heiles ist dieser Judas Iskariot am Abendmahlstisch. Und Gott sei Dank haben die Künstler ihn auf den Bildern nicht wegretuschiert. Der Gegenpol sozusagen zu Judas mit seinem inneren Abgrund ist Johannes, ganz, ganz eng an Jesus geschmiegt. Es ist ein Bild der tiefen Beziehung, der Verbundenheit, der freundschaftlichen Liebe. Jesus und Johannes im Abendmahlsaal, sie sind auch als Zweiergruppe häufig in der Kunst dargestellt, auch als Skulpturen. Und Jesus lässt hier diese besondere Nähe zu. Im Johannesevangelium wird immer wieder vom Jünger, den Jesus liebte, gesprochen und in der Tradition wird der jüngste Apostel Johannes damit identifiziert. Und dabei ist es keine exklusive Beziehung, wohl aber eine besondere im Kreis der Zwölf, ohne dass die anderen eifersüchtig sind. Im geistlichen Leben steht dieses Bild von Johannes und Jesus für eine ganze tiefe Herzensverbindung mit dem Herrn. Und es drückt die Sehnsucht aus, mit Jesus eins zu sein. Und hier auch einen Ort der Geborgenheit und der Liebe zu erfahren, wo ich ruhen kann, wo meine Seele ausruhen kann. Und Empfang der Kommunion wird uns diese Einheit mit Jesus geschenkt, aber auch im Gebet der Kontemplation, es bedeutet so am Herzen Jesu ruhen. Auch dies ist heilsam für uns Glaubende. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns heute also in der Gemeinschaft mit Christus und untereinander bestärken. Als einzelne Menschen, die wir sind, mit unseren ganz persönlichen Geschichten, die auch mit hier am Tisch sind. Diese Geschichten, die sich meistens irgendwo im Spektrum zwischen Judas Iskariot und Johannes dann bewegen, in der Regel irgendwo dann dazwischen, manchmal aber auch nicht. Wir dürfen glauben, dass er, der Herr, uns seine liebende Nähe schenken möchte und dass er auch uns durch seinen Leib und sein Blut miteinander in dieser tiefen geistlichen Ebene verbindet, in dem auch dieses Spektrum sein darf und trotzdem die Verbindung da ist. Ja, wir dürfen das Geschenk annehmen, unser Leben dadurch heilsam verwandeln lassen, wenn wir am Mahl teilnehmen und wenn wir dann vom Tisch wieder aufstehen
und weitergehen. Amen. Zumal des Abendmahlsaales hört neben dem Brechen des Brotes und dem Teilen des Weines auch, dass der Herr den Seinen die Füße gewaschen hat. Wir haben es im Evangelium gehört. Hier die Verbundenheit als der, der ein Beispiel gibt, wie wir einander dienen können. Auch dieses Beispiel will im Alltäglichen immer wieder vergegenwärtigt werden. Meistens ist es eben draußen im Alltag, wo wir einander zu Diensten sind, wie immer dies auch aussieht. Dass es seinen Ursprung im Beispiel Jesu hat, soll auch heute Abend deutlich werden, wenn wir nun diesen Ritus der Fußwaschung vollziehen, es nachempfinden und darin dieses Bild entstehen lassen und betrachten. Und wenn wir dabei das Lied hören, Ubi Caritas Deus Ibi Es, dort, wo die Liebe ist, da ist Gott, dann wissen wir diese große Zusage seiner sich verschenkenden Hingabe. So bitte ich die Jüngerinnen und Jünger, die in der Zahl da sind, ihren Platz im Abendmahlsaal einzunehmen.
habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So wollen wir im Gebet nun unseren Kreis nochmal weiten, wenn wir im fürbittenden Gebet viele Menschen nun mit hineinholen in diesen Raum, um sie Gott ans Herz zu legen. Jesus Christus, du dienst uns und befreist uns zu neuem Leben. Hoffnungsvoll beten wir. Du hast uns ein Beispiel des Dienens und der Hingabe geschenkt. So beten wir für alle, die im Dienst an den Nächsten arbeiten, für alle, die den vom Krieg betroffenen Menschen helfen, für alle, die mit viel Kraft für den Frieden arbeiten, für alle, die sich in kleinen Gesten anderen liebevoll und helfend zuwenden. Jesus, Bruder und Herr, wir bitten dich, du lässt uns am Tisch des Abendmahls, im Sakrament von Brot und Wein, an deiner liebenden Hingabe teilhaben. So beten wir für unsere Kommunionkinder und die Jugendlichen, die sich auf die Firmung vorbereiten, für die Priester, die der Eucharistie immer wieder vorstehen, und für alle Frauen und Männer, die dir in einem geistlichen Beruf folgen wollen. Jesus, Bruder und Herr, wir bitten dich, Herr. Menschen leben aus Erinnerung und Hoffnung. Wir beten für die jüdischen Geschwister, die im Pessachfest deiner Heilstaten gedenken. Wir beten auch für alle, die sich im Heiligen Land für den Frieden und humanitäre Hilfe einsetzen. Jesus, Bruder und Herr, wir bitten dich, Herr. Es ist der Abend vor Jesu Sterben. Wir beten für alle Familien, deren Leben sich durch den Tod eines geliebten Menschen radikal verändert, bei Unfällen, durch schwere Krankheit oder auch durch Krieg und Terror. Jesus, Bruder und Herr, wir bitten dich, Herr. Jesus Christus, durch dich nehmen wir Neues in den Blick, schöpfen Hoffnung auf gutes Leben. Dafür danken wir dir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Also sprach beim Abendmahle Jesus halt sein Testament. Seid geeint und liebt euch alle, dass mich diese Welt erkennt. Wie der Vater mich gesendet, eins mit mir, wie ich mit euch. Gehet hin, mein Werk vollendet, eins zu sein in meinem Reich. Seht, wie ich der Herr euch liebe, liebt der Vater euch durch mich. Wie mit euch Geduld ich übe, so erbarmt der Vater sich, dass ihr alle in mir bleiben, unter euch verbunden seid. Aus dem Weinstock Reben treibe,
bin eine Wege worden, der allein zum Heil euch führt. Schloss euch auf des Himmels Pforte und bin euch der gute Hirt. Bleibt in dem, was ich verkündet, was euch meine Kirche weist, dass die Liebe euch verbündet, bleibt geeint in meinem Geist. Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr meine Freude seid. Eines Glaubens seid im Leben, eine Hoffnung in der Zeit. Wie der Vater mich gekrönet, eins mit mir in Herrlichkeit, seid auch ihr mit ihm versöhnet, herrlich, wenn ihr einig seid. Lasst uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier an dieser Hingabe Jesu begehen, vollzieht sich auch an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Gabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Yeah.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen und bitten dich. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Hugo Marcus, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen weltweit, mit den Kindern und Jugendlichen, den Frauen und Männern, mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen und bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich auch über uns alle, damit uns ewiges Leben zuteil wird in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit Patroklus und allen Märtyrern und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, indem wir Kinder Gottes sind. So wollen wir als Schwestern und Brüder verbunden beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns erbarme mit deinem Hilfe, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seiner Hingabe am Abendmahlsaal überwindet Jesus alle Abgründe und schafft so Verbindung in Frieden und Liebe. Und so bitten wir, Herr Jesus Christus, schenk uns diesen Geist der sich verschenkenden Liebe. Sieh an die Abgründe in dieser Welt und im Leben und schenke dort, wo Menschen sich nach Frieden sehnen, Einheit und eben diesen Frieden. Und dieser Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens und der Gemeinschaft. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Seht das gebrochene Brot und den Kelch mit Wein. Erkennt darin Christus, der in seinem Leib und Blut sich uns schenkt, ihn das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich, so spricht der Herr.
tamo, Deus ibi est, ubi caritas et amo, Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi amo. Exultemus et in ipso jucundemo. Timeamus et amemus Deum vivum, et excorde diligamus nos sincero. Ubi caritas et amo, Deus ibi est. Simul ergo cum in unum congregamus, ne nos mente dividamur, caveamus, cessent iugia maligna, cessent litis, et in medio nostrisit Christus Deus. Ubi caritas et amo, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus, gloriante vultum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum, atque probum, saecula per infinita, seculorum. Ubi caritas et amo, Deus ibi est. Ubi. Liebe Schwestern und Brüder, heute am Donnerstagabend die Einladung, die heilige Kommunion auch unter beiden Gestalten von Leib und Blut Christi zu empfangen. Es geschieht, indem sie die Hostie nehmen und sie eintauchen in den Kelch. In der Mitte stehen wir, einmal hier vorne und dann an der Kreuzung der Wege. Und wenn das Mittelschiff Kommunion empfangen hat, gehen wir zu den Seiten, dass sie an den Seiten dann auch warten können. So ist diese Einladung an diesen heutigen Abend. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir.
Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen die Wunden rot? Bet ich denn noch gläubig, du mein Herr und Gott? Tief und tiefer werde dieser Glaube mein. Fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, dass uns mahnet an des Herren Tod. Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, dass er deine Wonnen koste immer zu. Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein. Wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen, einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, der Gottesdienst des Grünen Donnerstag, er hat kein Ende. Er verlängert sich hinein in die Nacht, bis zum morgigen Tag, bis hin zum Ostermorgen. Nach dem Abendmahl hat Jesus mit den Seinen den Saal verlassen und ist zum Ölberg gegangen. Auch das wollen wir jetzt liturgisch vollziehen. Es war das letzte Abendmahl vor seinem Tod. Und so wird am Ende dieser Feier nun der Altar entblößt. Und das Allerheiligste übertragen in die Krypta, wo unser Ölberg ist. Wir werden die Prozession dann in die Krypta machen und dann ein Schlussgebet halten. Und dann die, die möchten, eingeladen, auch dort noch eine Weile zu verweilen. Es gibt noch eine gestaltete Ölbergzeit, in der wir noch die Texte der Nacht ein wenig meditieren, bedenken und vor allen Dingen in Stille dann der Aufforderung Jesu folgen: Bleibt hier, wachet mit mir und betet. So wollen wir nun diesen Altar entblößen, und ich bitte die Messdiener dabei zu helfen, so wie die Jünger ihn auch abgeräumt haben. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Wachet mit mir.
und wachet mit mir. Lachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Wir wollen beten unter der Nummer 751, das erste Gebet. Gelobt und angebetet sei ohne End. Der Herr hat uns das Abendmahl mit uns gefeiert. Jetzt sind wir mit ihm am Ölberg, um zu wachen und zu beten. In der Nacht vor seinem Leiden hat unser Herr Jesus Christus unter lautem Flehen und blutigen Angstschweiß mit sich und dem Vater gerungen. Dann hat er im Vertrauen auf den Vater für uns den Weg des Todesgehorsams angetreten. Lasst uns darum beten für alle Menschen, die hineingestoßen sind in Unglück und Not, in Rechtlosigkeit und Unfreiheit. Lasst uns beten für alle, die nicht weiter können, die voll Angst sind und keinen Ausweg mehr finden. Lasst uns beten für alle, die am Abgrund der Verzweiflung stehen, die um Ausweg und Hilfe, um Kraft, das Unabänderliche zu tragen und um Erfüllung ihrer verschütteten Hoffnung im Reiche Gottes flehen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, in großer Not hast du zum Vater gebetet. Vater, wenn du es willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gib uns die Kraft, dem Willen dieses Vaters zu folgen. Amen.